Hallo, ich bin Ellie Jenyx und das ist der vierte Part meiner Siren Challenge. Viel Spaß! Wie könnte es anders sein? Auch dieses Video ist in einem Livestream auf Twitch entstanden. Also wenn du dich aktiv beteiligen möchtest, dann schau am besten auf Twitch vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Und ganz bald werdet ihr dann auch endlich den Ingame-Sound hören und nicht die Hintergrundmusik. Also noch nicht in diesem Video, aber wirklich ganz, ganz bald. Ja, was ist im letzten Part passiert? Im letzten Part ist ja unser erstes Opfer verendet, also der liebe Vaea musste leider von uns gehen. Und nicht zu vergessen, Cassie ist schwanger. Und in diesem Part erfahren wir dann auch das Geschlecht. Also bitte schreibt mir jede Menge Namensvorschläge in die Kommentare. Und dann hätte ich gesagt, starten wir am besten gleich ins Spiel. Wir gehen jetzt übrigens auf ein Date mit Lia. Toll, jetzt haben wir ein Date und sie ist voll traurig und kann nicht mal mit ihr flirten. Ah, ich brauche einen Mod, um die Stimmungen zu entfernen, oder? Das geht sonst nicht. Nope. Leider, schade. Dann setzen wir uns irgendwo hin und werden miteinander quatschen. Das ist schon wieder wer nackt. Da sind immer alle nackt auf diesem Grundstück. Ich weiß nicht warum. Aber okay, wenn sie wollen. Gut, setzen wir uns dahin. Hier sitzen und plaudern. Der FKK-Teil. Ja, ich glaube auch, das ist der FKK-Teil. Weil da war letztens auch schon irgendein nackter Star und ein nackter Fan und ein nackter Paparazzi. Und das war sehr, sehr wild. Und sie ist da auch jetzt nackt. Ah, das ist diese Hexe, oder? Ich glaube, die kommt mit einem Magie-Pack. Ja, setz dich zu uns. Wieso stehst du? Zusammensitzen. Zusammensitzen. Was ist mit euch? Könnt ihr euch nicht einfach hinsetzen? Gut, dann werden wir mit ihr tratschen. Wir werden sie um Rat bitten. Dann werden wir ihr eine Geschichte erzählen. Eine fesselnde Geschichte. Oder, ja genau, eine fesselnde Geschichte darüber, dass Vaea gerade gestorben ist. Dabei war er doch die Liebe unseres Lebens. Und dann werden wir ihr noch ein düsteres Kompliment machen. Ihr den Tag verschönern. Und lustig sein können wir wahrscheinlich auch nicht, oder? Einen Witz über Affen können wir machen. Warum auch immer sie das kann, wenn sie düster ist, traurig ist. Jetzt ruft uns unser verstorbener Ehemann an. Nein, Geist war er. Wir wollen nicht mit dir sprechen. Er wollte wahrscheinlich nur so sagen, hey, was war mit dir los? Warum bin ich auf einmal untergegangen? Was ist passiert? Ja, ja, da können wir nichts dafür. Dann werden wir noch die Bewunderung ausdrücken. Tiefgründige Unterhaltung möchte sie führen. Ich brauche übrigens auf jeden Fall für diese Challenge diesen Mod, dass ich die Stimmungen schneller entfernen kann. Weil das Problem ist, jetzt ist er ja voll traurig und sie ist sicher noch lange traurig. Und solange sie traurig ist, können wir keinen neuen Menschen kennenlernen. Also kennenlernen schon, aber halt nicht heiraten und so. Und das ist dann doch voll blöd. Dann werden wir sie noch einmal bewundern. Ja, kokett sein lassen, das schaffe ich leider nicht. Ich mache einfach jetzt ganz viele düstere Komplimente, vielleicht funktioniert es irgendwann. Weil wahre Liebe verloren hat. Sie ist schon sehr dramatisch. Sie hat ihn 2 Tage lang gekannt, aber okay. Auch geil, weil Zeuge des Ablebens einen geliebten Sims war. Sie war eigentlich nicht nur Zeugin, aber ja, wenn sie gerne nur Zeugin gewesen wäre, dann soll sie es hinstellen. Ja, irgendwie können wir jetzt leider nicht mehr machen. Aber wir könnten sie einziehen lassen und dann könnten wir von ihr aus mehr machen. Cheater das jetzt einfach mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich mach's einfach. Zur Familie hinzufügen. Sehr cool. Und sie hat uns nur 1000 Simoleons gebracht. Das war tatsächlich gar nicht so schlau, oder? Das war tatsächlich sehr dumm. Weil sie hat uns echt nur 1000 Simoleons gebracht. Und vielleicht hätte sie uns sonst mehr gebracht. Ja gut, dann wohnt Lia halt noch ein bisschen bei uns. Ist vielleicht eh ganz praktisch, wenn sie bei uns wohnt. Weil dann können wir uns... Dann kann sie sich dann ums Baby mitkümmern. Und dann werden wir das Date jetzt vorzeitig beenden. Die Lia geht nach Hause. Aber wir nicht. Wir schauen, dass wir... Wow, da sind so viele nackte Sims. Ich will da weg. Und wer bist du? Wen haben wir hier? Ein Kleinkind? Ich hoffe, es ist nicht allein da. Billy Förster? Du siehst nicht aus wie ein Teenager. Ich habe gedacht, das ist ein Senior. Oh, da sind noch mehr Leute. Wen haben wir hier? Ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Tut mir leid. John Miller, dich dürfen wir nicht heiraten. Die Ari, die sendet uns eindeutige Signale, dass sie mit uns flirten will. Aber die mochte uns nicht, mit der haben wir letztes Mal schon geredet. Wen haben wir noch hier? Kennen wir auch alle schon. Wer bist du? Bin nicht so begeistert von den Leuten, die hier sind. Vielleicht kommt ja noch wer. Gehen wir einfach mal schwimmen.
herumschwimmen. Stimmungsschwankungen, traurig. Ach, sie ist ja auch noch die ganze Zeit traurig, weil sie schwanger ist. Ja, eigentlich ist es gut, dass Lia jetzt bei uns wohnt. Dann kann sie sich dann immer um das Baby kümmern und wir können in Ruhe andere Leute aufreißen. Oh, es ist so süß. Mit Delfin reden, dann Delfin boshaft nass spritzen. Das ist nicht nett, das machen wir nicht. Delfin füttern und dann werden wir ihn trotzdem boshaft nass spritzen, weil wir sind ein böser Sim. Oh, voll süß. Oh, jetzt mögen sie sich nicht mehr. Okay, war ein schönes Gespräch mit dem Delfin. Oh, hier sind ganz viele Menschen. Da ist noch eine Meerjungfrau. Lustig, dass die Meerjungfrauen und Meerjungmänner, falls das so heißt, ja einfach so herumschwimmen und niemanden stört es. Für alle ist es ganz normal. Also, wer bist du? Makoa. Makoa, wir beschweren uns jetzt mal über Probleme. Dann sprechen wir über das sonnige Wetter und werden ihn kennenlernen. Und dann werden wir gleich noch fragen, ob er Single ist, weil ich glaube, den kennen wir noch nicht. Und dann gehen wir raus, wenn er nicht mehr mit uns reden möchte. Wir brauchen etwas zu essen. Vielleicht schauen wir aber trotzdem mal weiter. Gehen wir einfach mal in das Restaurant wieder, dann können wir dort ja etwas essen. Da waren wir, glaube ich, noch gar nie. Sulani Beach Restaurant. Vielleicht finden wir dort ja jemanden, der mit uns essen möchte. Wer bist du? Caleb arbeitet hier als Koch? Okay, für alle, die die Vampir-Erweiterung nicht haben. Caleb ist eigentlich ein Vampir. Also Caleb ist ein Vampir, nicht eigentlich, er ist ein Vampir. Und er wohnt eben in der Vampirwelt, Forgotten Hollow. Und jetzt ist er einfach in Sulani Koch und steht da mit einem Turban und in seiner Unterhose. Alles klar. Gut, reden wir mal mit Dominik. Der sieht doch... Schlaflied der Sirene? Ich glaube, Meerjungfrauen können noch so viel mehr, als ich weiß. Ich habe noch nie wirklich so mit Meerjungfrauen aktiv gespielt. Deswegen ist das alles noch voll neu für mich. Er ist traurig? Gut, wir sind auch traurig. Das wird eine schöne Unterhaltung. Aber er tanzt ziemlich wild, für das so traurig ist. Was können wir machen? Wir werden Fotos mit ihm teilen und unser Haus herzeigen. Wir werden einen Witz über Sunset Valley machen. Warum auch immer, weil wir das möchten. Der ist eigentlich ein schöner Mann. Vielleicht wird das der nächste Mann. Ein düsteres Kompliment machen und versuchen zu flirten. Das funktioniert ganz sicher nicht. Ich schau mal, was sie für einen ersten Eindruck miteinander haben. Antischwarm. Gefühle von Cassiopeia gegenüber Dominik. Okay, also. Hier sind schon mal drei Red Flags. Sie mag ihn überhaupt nicht. Sie findet ihn unattraktiv und er ist verheiratet. Okay, bye bye Dominik. Wer bist du? Du schaust auch lieb aus. Sie ist ja ein Megastar, die möchte nicht mit uns reden. Aber egal, dann werden wir hier jetzt einfach alleine essen. Warum auch nicht? Wir setzen uns hier jetzt hin, bitten um diesen Tisch und dann werden wir alleine essen. Für Tisch bestellen. Eigentlich ziemlich blöd, weil wir zu Hause noch sehr viel Essen haben, aber genau so schätze ich sie ein, dass sie einfach mal da essen geht, weil sie es gerne möchte. Und zwar isst sie einen Gartensalat. Und sie hat kein Getränk. Okay, sie möchte kein Getränk. Funktioniert das jetzt? Okay. Der Kellner war zumindest da. Und was ist mit dem halbnackten Caleb? Geht er auch kochen oder bleibt er draußen stehen? Oh, jetzt kocht er. Perfekt. Wo ist sie hin? Ich habe gehört, dass jemand, der dir sehr am Herzen lag, aus dem Leben geschieden ist. Mein herzliches Beileid. Lia, wir leben zusammen. Du musst uns das nicht schreiben, aber okay, sehr lieb von dir. Komm, schnell isst das. Sie mag den Salat nicht? Was ist mit ihr? Das ist der Zeitpunkt, um nach Hause zu gehen. Dann geht's jetzt mal auf die Toilette. Wie geht es eigentlich Lia? Die möchte ich auch mal umstylen. Frauen umstylen macht einfach viel mehr Spaß als Männer. Es ist einfach so. Also ich möchte vom Stil her jetzt nicht so weit weggehen, sondern eher so, wie sie es jetzt hat. Das sind übrigens meine Lieblingshaare. Ich finde die so cool. Irgendwie finde ich keine Haare, die mir gefallen an ihr. Ja, nehmen wir einfach die. Ich glaube, ich finde nichts mehr Besseres. Gut. Augenbrauen sind auch ein bisschen seltsam gewesen. Ja, vielleicht sowas. Ich sehe sie irgendwie in sowas. Also,
jetzt nicht so ultra feminin, sondern eher weiter und lockerer. Sieht sehr nach Disco aus. Oder? Die Hose ist eigentlich cool, weil die ist halt auch nicht so hyper feminin und deswegen glaube ich passt das ganz gut zu ihr, so als Person. Was hat sie überhaupt für Merkmale? Renaissance, Bücherwurm, Perfektionistin und düster. Stimmt, da waren ja fast alle düster letztes Mal, die wir kennengelernt haben. Ja, egal, sie bekommt jetzt das und ich werde sie auch nicht weiter umstylen. Hier haben wir das geheime Zimmer. Das war echt mein Lieblingspart von heute, also wie wir das eingerichtet haben und wie wir uns von Vaia verabschiedet haben. Dann werden wir schlafen. Hallöchen, ich wollte dich in der Gemeinschaft willkommen heißen. Du hast aber ein hübsches Gesicht. Einen hübschen Hals. Ich lese auch immer das, was ich lesen möchte. Ja, Vlad, du kannst uns gerne besuchen kommen. Du wirst unser nächster Mann. Du hast sehr viel Geld. Das würde gut passen. Auch wenn ich nicht glaube, dass er in Sulani leben möchte. Weil... ja, sehr viel Sonne und er ist ein Vampir. Ich glaube, das ist keine gute Kombination. Aber dann räumen mal hier die ganzen Sachen weg. Sie ist so traurig. Ich werde jetzt aber, glaube ich, ihren Kinderwunsch ändern. Weil sonst geht es ihr einfach so schlecht und das möchte ich nicht. Schwangerschaftswunsch wählen. Wäre glücklich, schwanger zu sein. Und jetzt? Vielleicht triggert das erst bei der nächsten Schwangerschaft. Keine Ahnung, kann leicht sein. Und dann werden wir Lia heiraten. Also ich hoffe zumindest, dass Cassie überhaupt Ja sagt. Ich habe keine Ahnung, wenn sie so traurig ist, ob sie dann überhaupt Ja sagen möchte. Aber das werden wir jetzt einfach gleich mal ausprobieren. Sehr gut, du bist wach. Düster. Ja, okay, seid beide traurig. Gute Kombi. Gut. Und dann werden wir... sie sind beide zu traurig. Was ist das? Okay, aber wir sind im zweiten Trimester. Das heißt, ich schicke die beiden jetzt zum Ultraschall. Und Lia kommt einfach mit, weil Lia ist ja jetzt unsere Freundin. Also es ist noch nicht offiziell so, aber es ist doch so. Wir sind uns sicher alle einig. Gut, sehr gut. Und dann gehen die beiden jetzt zum Ultraschall. Cassiopeia ist zurück von ihrem Gynäkologentermin. Sie findet ihre Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Ich habe Angst, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Angst ich habe, weil alle, die meine 100 Baby Challenge gesehen haben, es ist nur ein Baby, oder? Ja, ein Baby, ein Junge, perfekt, ich freue mich, das wird großartig, das heißt, wir brauchen schnell mehr Geld. Ich muss mir das aufschreiben, dass ich mir unbedingt diesen Mod runterlade, mit dem ich dann immer die Stimmungen entferne. Weil wenn sie dann die ganze Zeit traurig ist und es werden noch einige Leute von uns gehen, mit denen sie in einer romantischen Beziehung ist. Aber Lia kann sich doch eigentlich einen Job suchen. Die hat doch keinen, oder? Ah doch, sie hat einen. Level 4 der Schreibfähigkeit erreichen. Okay, ich glaube, ich kaufe ihr jetzt schnell einen Schreibtisch, weil vielleicht können wir sie dann befördern. Und das wäre gar nicht so schlecht, wenn wenigstens irgendwer von uns Geld verdient. Ja... ich glaube, das wird jetzt einfach mal Lias Büro. Also Büro, es wird jetzt noch sehr minimalistisch eingerichtet, wie man sieht. Ja, der Tisch heißt Minimalistik. Das ist doch ganz nett. Und dann noch einen Computer. Right, Computer. Hey, cool. Ich wusste gar nicht, dass ich den habe. Und ich glaube, den funktioniert der. Happy Pride, man. This is a funky fresh computer with very prideful stickers. I hope you enjoy. Ja, den will ich. Cool. Ja. Okay, nehmen wir die normale Pride Flag. Passt super zu den beiden. Und dann kann sie jetzt gleich mal ein Buch schreiben beginnen, weil sie muss ja Level 4 der Schreibfähigkeit erreichen. Dann schreiben wir ein Genrebuch. Und zwar schreiben wir ein trauriges Buch, weil sie ist die ganze Zeit traurig. Sie ist ein düsterer Mensch, deswegen passt das perfekt. Sie möchte tanzen. Okay, dann tanze. Und du kannst dabei aufräumen. Vielleicht, ich glaube, ich lasse sie malen. Irgendwie schätze ich sie als so einen Menschen ein, der hier draußen steht und Bilder malt, so mit Blick aufs Meer. Ich glaube, das ist Cassie. Genau so schätze ich sie ein. Und vermutlich kann sie auch gleich ein trauriges Gemälde malen. Perfekt. Da haben wir auch noch keine Tapete. Das holen wir auch noch schnell nach. Also ich glaube übrigens schon, also ich gehe davon aus, dass das Haus eigentlich schon Tapeten hat. Nur ich habe halt nicht alle Packs. Das ist ein bisschen trostlos. Und machen wir das Gelbe. Wie heißt dein Buch? Ich bin traurig. Das ist ein trauriges Buch. Das Buch heißt Ich bin traurig.
Wow, genau das wollen wir. Was macht's jetzt mit dem... So räumt man Essen weg, Cassie? Wirklich? Man stellt es hier hin? Warum ist sie krank? Schwindel wegen Krankheit. Bestellung. Medizin kaufen. Medizin. Ja, ich hoffe jetzt, es ist der richtige Mod. Vielen Dank für die Bestellung. Du findest... Okay. Dann nimm mal die Medizin. Keine Ahnung, von welchem Mod das kommt. Und ist sie geheilt? Medizin eingenommen und die Erkältung besiegt. Sehr gut. Dann kann sie auch das traurige Gemälde weitermalen. Irgendwie funktioniert die Staffelei nicht. Ich kaufe eine andere. Ich wusste nicht, dass man im Base-Game auch Krankheiten hat. Ich dachte, das gibt es nur bei Mod. Oh, wir haben ja voll coole Sachen. Wir hätten sogar einen Computer. Ja, dann na, den verkaufen wir. Dann stellen wir ihr da eine Rose hin. Der Denker, den stelle ich hier in ihren düsteren Raum. Warum auch immer. Da ist ein Gemälde, das könnten wir hier so hinhängen. Und da haben wir noch ein Gemälde. Das kommt... Nein, das ist hässlich, das verkaufen wir. Gut, ich hoffe, auf dieser kann sie jetzt zeichnen. Giale ruft uns an, wer bist du? Hallo Lia, ich glaube, ich habe mich in Havea Turei verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Ja klar, mach was du möchtest. Ich weiß nicht, wer du bist. Sie hat sogar eine Familie. Hä? Sie hat nur eine Oma? Das ist weird. Okay, sie hat nur eine Oma, aber keine Eltern. Alles klar. Jetzt mal zieh auch dieses hässliche Bild. Wow, verkauf es. Kannst du das aufräumen? Und dann möchte ich, dass du noch ein Bild malst. Sie möchte echt nie das tun, was ich von ihr will. Jetzt geht sie einfach heulen. Ach, Cassie. Und jetzt trauert sie um ihren verstorbenen Mann, der ohne sie nie verstorben wäre. Aber okay, Cassie, du kannst natürlich machen, was du möchtest. Das ist schon wieder ein sehr merkwürdiges Bild. Also es erinnert mich so an Kindergartenzeichnungen. Ist das nicht dasselbe, das sie gerade gemalt hat? Ja, okay. Verkauf's wieder. Ach so, sie fühlt sich jetzt schwindelig wegen der Medizin. Perfekt. Und dann, du bist auch traurig. Okay, ihr redet jetzt miteinander und ihr versteht euch, weil ich möchte, dass ihr bald heiratet. Kennenlernen. Dann werden wir ein düsteres Kompliment machen. So, unterhaltet euch miteinander. Jetzt lachen sie. In Wirklichkeit sind sie voll traurig. Nach Entbindungstermin fragen. Idee für Geschichte anpreisen. Oh, sie ist endlich nicht mehr traurig. Sehr gut, dann können wir jetzt flirten mit ihr. Einen Kuss hauchen. Und dann werden wir gleich bitten, ob sie unsere Freundin sein möchte. Sie mag Inselmusik. Ja, okay. Magst du halt Inselmusik. Du kannst mögen, was du möchtest. Sehr gut, sie sind jetzt zusammen. Und jetzt könnten sie eigentlich auch gleich sich verloben, oder? Heiratsantrag machen. Ich hoffe, Cassie nimmt an, obwohl sie so traurig ist. Ja, sie hat angenommen. Süß. Ja gut, heiraten werden wir dann aber eher nächstes Mal, wenn ich dann den richtigen Mod dazu habe. Sie haben sich soeben verlobt. Flat ist da? Ja gut, dann reden wir mit Flat. Wir stellen uns fröhlich bei ihm vor. Cassie, steh auf, du hast Besuch. Für alle, die die Vampirerweiterung nicht haben, Flat ist der böse Obervampir, der gerade in unser Schlafzimmer möchte. Ja, steh halt auf und red mit ihm. Das ist eigentlich sein Plan. Verzaubert er jetzt Lia? Benommen. Mesmiert. Ich kann mich nicht bewegen. Aber seht ihr? Ich glaube, das bedeutet, dass Flat so eifersüchtig ist, dass nicht wir ihn aufgerissen haben, dass er jetzt sogar unsere Freundin umbringen wollte. Deswegen werden wir natürlich mit ihm reden. Wir werden nach seiner Karriere fragen, was hat sie auf ihrer Haut? Sie ist noch immer krank. Okay, dann müssen wir dann auch noch einmal Medizin kaufen. Wir werden, okay, nicht flirten. Lia ist immerhin da. Aber wir werden fragen, ob er Kinder hat. Weiß man ja nie, vielleicht hat er in diesem Spielstand Kinder. Und dann werden wir ihn kennenlernen. Und ich schaue gleich einmal, ob sie sich versteht miteinander oder was sie für Stimmungen haben. Schau, und den mag sie wieder. Okay, sie findet ihn unattraktiv, aber sie findet alle Menschen unattraktiv.
Aber Gefühle von Cassiopeia gegenüber Vladislaus, er ist anspruchsvoll und Vladislaus findet, sie ist ein interessanter Sim. Das passt perfekt. Geht Vlad wieder oder warum rennt er so seltsam durchs Haus? Was ist seine Mission? Er möchte schon wieder irgendetwas mit Lia machen. Das ist eine böse Gestalt. Er möchte sie anzapfen. Oh, er möchte Lia aussaugen. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Also ich habe die SMS von ihm schon voll oft bekommen, aber er ist noch nie vorbeigekommen. Lia wird gerade angezappt. Ja. Okay, das war wahrscheinlich ein schöner Ausflug für Vlad. Und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Wie bereits gesagt, falls du gerne live dabei sein möchtest, schau gerne auf Twitch vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Aber natürlich freue ich mich auch hier auf YouTube über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!